Judo-Siegen mit vollem Körpereinsatz. Bei dem japanischen Kampfsport geht es darum, den Gegner mit gekonnten Wurftechniken auf die Tatami, auf Deutsch die Matte, zu befördern. Punkte werden in Abstufungen verteilt. Einen sofortigen Sieg gibt es zum Beispiel, wenn der Gegner mit Schwung auf den Rücken gelegt wird, dort landet. Dafür gibt es dann einen Ippon. Hier im Sportforum ging es neben dem Berliner Meistertitel auch um die Qualifikation zur Norddeutschen Meisterschaft. Und von da geht es dann, ja, wenn man erfolgreich ist, direkt zur Deutschen weiter. Dementsprechend hoch ist die Motivation und die Teilnehmerzahl. Insgesamt 155 Judoka kämpften um die Medaillen in den Altersklassen U18 und U21. Klar, dass da auch jede Menge Talente dabei waren. Wie zum Beispiel Caroline Fritz. Sie nahm das erste Mal in der Altersklasse der U18 teil und konnte sich auch gleich mal den Titel sichern. Für mich war der Sieg heute relativ überraschend, weil als Erstjahrgang U18 ist das nicht so normal, und auch allgemein als neue Gewichtsklasse freue ich mich sehr drüber. Etwas erfahrener, aber nicht weniger talentiert ist Nathalie Gandur hier im weißen Kampfanzug. Sie schaffte es schon einmal zu den deutschen Meisterschaften. Letztes Jahr bin ich halt dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften geworden. Es hat mich sehr gefreut. Es war am Anfang zwar ein bisschen ärgerlich, weil ich gleich den ersten Kampf durch Dummheit verloren habe. Aber dann in der Trostrunde habe ich alle Kämpfe zum Glück gewonnen und konnte den dritten Platz erreichen. Auch heute konnte sie wieder den ersten Schritt Richtung DM machen. Respektvolles auf den Rücken legen, das ist Judo. Das sind die Berliner Meisterschaften der U18 und U21. Und zum Schluss bitte das Verbeugen nicht vergessen.